Dirk und Klaus. Wir müssen mit Dirk und Klaus mit. Das ist so ein bisschen Black und Decker. Ja, Dirk und Klaus. Ja, willkommen bei Für Nüsse mit Dirk und Klaus, der Podcast. Am Morgen Show. Dirk trinkt jetzt entspannt einen Schluck aus seiner Ginflasche. Das hätte man auch gehört. Ich sag's nur. Ja, aber ist das nicht schön, dass man da so ein bisschen denkt, ich glaube, jetzt trinkt er. Es klingt wie, wie ein armes Hörspiel, in dem man nur Geräusche machen darf mit allem, was man um sich her hört, nämlich Wasserflaschen und Taschentücher. Wir haben 10 Abonnenten, Freunde. Ja, 10 Abonnenten. Ich weiß jetzt nicht, die Person, die dazugekommen ist. Wer auch immer du bist, herzlich willkommen bei Für Nüsse. Ich meine, du wirst schon. Muss ich ganz vorsichtig einführen, wird das erste Mal, dass du zuhörst. Es wird komisch. Ja. Und um den Witz aus dem Weg zu räumen, erstes Mal vorsichtig einführen. Du, Dirk hat's gesagt. Ich hab's gesagt. Wir haben es alle gedacht, wenn du dir selber zuhören würdest, wenn du jetzt nochmal reinhörst in 3 Monaten. Ich hör mir dem an. Und diesen Bombenwitz verpasst hast, dann wirst du auch sagen, Hörst du dir die Dinge an? Hast du schon mal was angehört? Ich hab schon mal was angehört, ja. Normalerweise höre ich nur rein in die Waveform. Siehst du? Und ich höre sie mir an. Und wie ist es so? Also haben wir noch einen Zuhörer, nämlich dich. Oh Gott. Ja, es tut mir leid, hier reißt jemand das Haus ein um uns her. Wir sitzen hier quasi auf heißen Kohlen. Die erste Show aus dem Kosovo, die wir aufnehmen. Brandheißes Kriegsgebiet. Ja, für alle neuen Zuhörer, also für dich, neuer Zuhörer. Ja, ich weiß. Ist das oben? Ein bisschen Artilleriefeuer an der Distanz. Ist das oben? Ich glaube, es ist oben, ja. Hört man das hier? Über mir, weiß ich nicht. Also wenn wir darauf reagieren, ist dann immer nur Pause, man hört nichts, weil du gesagt hast, diese... Das kann sein, ja. Das ist, reagieren nur auf... Das Problem ist, der Raum halt kommt ja auch an. Ja, in diesem Podcast stellen wir uns gegenseitig Fragen und beantworten sie dann in einer Teamdiskussion, so ein bisschen wie in einer... Mal irritierend, wenn du das erklärst, was hier Waldorfschule. Das klingt immer so nach einem Plan, nach einer Hoffnung, wie so eine nervöse Lehrerin. Heute wird es mal richtig situiert ablaufen, wir arbeiten in Vierergruppen und Herr Malte schreit nicht dazwischen und 3 Minuten später heult sie und hat Dirk schon mir einen Tee in der Hand. Seinen Pullermann wieder ein. Das ist wieder, als ob der immer draußen wäre. Alter, ja. Also ne, wir sind, falls wir mal so verstörte Pausen machen, falls man es nicht gut hört auf der Tonspur, ist es wirklich, als ob jemand mit einem Hammer die Wände einreißt, was, glaube ich, oben passiert. Aber diese großen Hämmer, ne, die so aussehen wie, wie so ein Pferdekopf und so lang sind wie Giraffenbein oder sowas. Ich muss aber auch sagen, ich habe die Firma ja gesehen, die da hoch sind, also ich habe hier vollstes Vertrauen in die beiden mit recht unterbezahlten 630 Markkräfte, die oben die Wohnung umbauen. 630 Mark ist immer ein bisschen Geld. Kann man würde ich jetzt mitmachen. Ja. Würde ich sagen, mit meinen Sicherheitshumor-Pushen würde ich da hochgehen. In Zeiten von Hartz IV kann man schon mal 630 Mark mitnehmen. Ja. Das stimmt allerdings. Am schönsten ist, wenn man die Vibration in den Beinen merkt. Ich weiß es nicht. Also die Wand oben ist doch schon eingerissen. Nee, ich bin mir recht ist sicher, das dass Doppel, die... Ist das hier eine Hängedecke bei dir? Ich glaube, das werden wir rausfinden. Ich meine, das wäre ja ganz gut, weil das heißt, es würde erstmal was darauf fallen und das würden wir und dann könnten wir schon in die Türzage rennen. Weil wenn nicht, wir müssen den Podcast erstmal abbrechen oder unterbrechen hierfür. Und, dann würden wir noch einen Abmod machen. ich möchte so sterben, wie ich gelebt habe, Podcasts moderierend. Ja. Aber so krass war es echt noch nie. Ja, ich bin mir sicher, die reißen hier die tragende Wand ein, neben der wir auch sitzen, nur eins über uns. Also kann. Aber du hast doch gesagt, die haben da schon mal. Nee, das war unten. Ach so, das machen die auch oben. Wahrscheinlich. Sind das tragende Wände? Quatsch, das ist doch keine tragende Wand. Natürlich ist das eine tragende Wand. Ja, stimmt. Aber holler ist das eine. Wenn man sieht, das ist eine richtig dicke Wand. Ja, ich bin mir auch nicht sicher, ob das statisch so berechnet war, dass dieser Doppeldurchbruch auf jeder Etage sein kann. Oh Gott. Nee, das ist eine andere tragende Wand, die einreißen. In der Küche oder so. Dirk. Vielleicht schlagen die Decke ein? Also manchmal deren Boden? Manchmal muss man auch verdammt cool bleiben. Da ist ein Helm neben dir. Da auf dem Regal.
Der ist für Software gedacht, aber ich bin mir sicher, so ein... Der ist für Feuerzangenbowlenarm gedacht. Da werden wir alle schön Feuerzangenbowle draus schlürfen. Puschen und Helm, das ist das Maximum, was getragen wird. Ich habe überall mal Handtücher ausgelegt, falls ihr euch überall hinsetzen wollt. Ist für gewisse Leute, wie gestern Abend ersichtlich war, wäre das nicht schlecht gewesen, überall Handtücher auszulegen. Dr. Ranjit, ja. Dr. Ranjit, ja. Ja, ja, ja. Hubert, wie wir ihn gestern getauft haben. Den alten, verwirrten... Onkel aus dem Heim. Genau, also ja. Der hätte locker gestern mal ans Fenster schieben können. Mit dem keiner verwandt sein will. Der hat teilweise Dinger gebracht, wo ich das... Erstmal finde ich immer geil, dass er versucht, sich zu erinnern an irgendwelche Momente und die er dann umschreibt mit seinem möglichen Vokabular, das ja halt dann auch in der Phonetik so ein bisschen hängt. Und sich erstmal auch weigert zu akzeptieren, dass diese Momente so passiert sind, man ihm dann Bilder zeigt. Niemals! Niemals! Geh weg, du Aff! Ja, ja, schöne Zeiten. Alles gut. Ich glaube, die reißen die Wand zwischen Küche und Kammer ein. Das ist auch eine tragende Wand. Nee, ich glaube echt, die machen das. Die machen das einheitlich. Na ja, komm. Noch weil dann kannst du hier wieder so eine Pappwand zwischenziehen und dann hast du wieder ein dunkles Sneakerzimmer. Ja, ich meine, generell ist es natürlich angenehmer, hier zwei Türen zu haben als nur eine. Das ist weil wunderschön. Weil da noch ein bisschen Licht von der anderen Seite reinfällt. Ich finde, hier zwischen könntest du auch noch so eine Durchreiche haben. Ja, oder halt die Wand ganz raus. Was ist so eine tragende Wand? Ich meine, je höher du gehst im Gebäude, desto weniger muss eine tragende Wand ja auch tragen. Genau. So, da. Also auf dem Dach hast du ja auch keine tragende Wände, weil die nichts mehr tragen. So, Freunde, da haben wir es doch. Das sind Profis am Werk, Dirk. Profis. Echte Profis, die da mit ihrem Multitool eine Wand einreißen. Ja, die nehmen das Tool und schlagen es gegen die Wand. Punkt. Das würde mich nicht überraschen. Ja, Dirk. Bald kommt ja die Zeit im Jahr, die uns am liebsten ist. Nicht die Feuerzangenbullenzeit, sondern auch ein bisschen danach. Die Weihnachtszeit. Und deswegen, weil ja auch thematisch passend. Du hast Weihnachten. Ja, natürlich. Du bist der Ebenezer Scrooge. Humbug. Er sitzt ja auch die ganze Zeit in seinem Nachthemd bis zum Knien. Also mit weit auf. Gespreizten Beinen, möchte ich aber erwähnen. Und eine Kerze auf so einem Kerzenhalter. Bald kommt die Weihnachtszeit und wenn ihr diesen Podcast hört, dann ist am Freitag Black Friday. Was ist denn Black Friday? Das ist ein Riesenrabatttag, der aus den USA kommt. Ich dachte, wieder irgendwas Katholisches. Hintergrundinformation. Black Friday kommt aus den USA, das ist so ein Riesen-Shopping-Tag. Die Namensherkunft ist nicht ganz geklärt, tatsächlich. Aber das soll wieder nur so einen Lagerbestand leer machen, oder? Ja. So, es liegt ja nicht daran, dass plötzlich im Winter alles günstiger ist, sondern sagen, ganzen Scheiß raus. Dann haben wir die richtig wertvollen Sachen und haben den Affen schon die günstige Scheiße verkauft. In den USA ist es halt auch so, es gibt da Obszönrabatte, die in Deutschland illegal wären. Ja, es gibt ja dieses Couponing da, also wo du generell mit 1000 Coupons beim Supermarkt es gibt ja diese Shows darüber und wo dann halt eine Mutti mit 5 Einkaufswagen halt so einen Gesamtwert von 1000 Dollar hat und dann verschiedene Coupon-Dinge halt einfach runterballert und zahlt dann zum Schluss 35 Dollar oder so. Mhm. Und das sind aber auch die Leute, die dann halt die Garage umgebaut haben zum Minimarkt. Ja. So, also wo du denkst, generell eine coole Sache vielleicht, um was zu sparen, aber da verstehe ich es nicht, weil die geraten ja in so einen Wahn, die haben dann meist Systeme, die schließen dann bestimmte Areale immer ab. Und die sind ja auch immer dicht dran an apokalyptische Denkweisen und sagen wenn dann, und dann ist ja, aber dann brauchst du ja auch irgendwas, um das zu verteidigen. Und die haben dann meist auch so einen kleinen, keine Ahnung, Flak im Garten oder so, falls der Nachbar dann sagt, könnte ich mir Mehl leihen. Nein! Second Amendment, sag ich nur, ne? Also. Das ist Wahnsinn. Wo die auch sagen, also die werden ja ihre Ware, die jetzt zu Hause haben, niemals überleben. So, also es ist halt einfach zu viel Waschmittel oder Schmökerkram. Ja, aber da freuen sich die Erben, wenn sie dann Dosenbohnen haben. Naja, also Black Friday ist traditionell der Freitag nach Thanksgiving. Thanksgiving liegt immer an einem Donnerstag. Und eröffnet die Weihnachts-Shopping-Saison. Und das deswegen, macht doch irgendwie Amazon gerade mit Cyber Monday, oder nicht? Das ist genau. Amazons Antwort darauf war Cyber Monday. Also am Montag nach dem Black Friday gibt es auf Amazon. Gibt es auch noch Ottos Dienstag oder so, dass irgendwie so deutsche Dinger nachziehen? Also Black Friday ist inzwischen auch in Deutschland angekommen. Ja, ja. Also durch nicht mehr Amazon. Oder nicht? Apple war es, tatsächlich. Apple waren die Ersten, die das eingeführt haben. Okay. Ich habe neulich was drüber geschrieben, deswegen habe ich so ein bisschen, das war 2006 und dann sind die nacheinander gefolgt und inzwischen ist auch der Name hier angekommen. Davor war es halt einfach irgendwie so ein Rabatttag. Naja,
Also ich wusste es jetzt nicht. Und wenn jetzt, glaube ich, also, Verwandte ab 40 fragen würdest. Unsere Kernzuhörerschaft? Verwandte ab 40. Auftakt zur Weihnachts-Shopping-Saison, deswegen dachte ich mir, wir fragen in den werfe ich die Frage in den Raum. Rewind that. Willkommen zu Ach zu weit. Oh mein Gott, du musst schneller die Frage stellen. Was sind gute und schlechte Weihnachtsgeschenke? Magst du es denn, beschenkt zu werden, ja, oder Geschenke zu kaufen? Hast du nicht gerade zwei Sachen eins gefragt? Was sind gute und schlechte Weihnachtsgeschenke? Nein, magst du es denn, das war Geschenke bekommen und um zu kaufen? Um oder unsere was? Charakterlichen Differenzen hier im Gesprächskontext, ja, herauszustellen. Ja. Ich ja zum Beispiel, ich bin so komisch. Ich zum Beispiel gar nicht. Also ich bin froh, wenn ich nichts bekomme und nicht noch irdisch belastet werde in den letzten paar Minuten, bevor mir das Dach hier auf den Kopf fällt. Ja, also das stimmt schon. Also ich mag beschenkt werden, aber von Leuten, die wissen, wie ich ticke. Also ich finde es halt auch, also ich bin da ganz stolz auf mich familiär, wenn ich irgendwas kriege, in der Hand gedrückt und ich merke so, Alter, da hättest du echt mal nachfragen können oder derjenige wusste es nicht, dann versuche ich das freundlich, manchmal passt, also kennst du das, wenn du ein Geschenk kriegst und du weißt, das ist lieb gemeint, aber das Erste, was bei dir passiert, ist Aggression. So, und dann kann ich nicht diese Brücke schlagen zu, ich weiß, das war ja ein netter Gedanke. Ich denke, ah, das ist scheiße, das lese ich nicht. So, das bin ich. Danke. Und das ist halt ein bisschen schwierig manchmal. Porsche Handschuhe in XS. Genau. Und die Fahrsocke für die Hose. In Neonrot hatte ich noch gar nicht. Schön, kann man ja auch immer echtes gebrauchen. Echtes Alpaka-Leder. Ja. Nee, also da bin ich dann halt so, ich hab dann halt, also klar, einmal im Jahr bin ich dann halt zu Hause Weihnachten, nein, nicht einmal im Jahr, aber zu Weihnachten bin ich dann. Christmas Carol, ne? Mhm. Finde ich total geiles Lied. Ja. Also die Version da auch aus Scrooge, die Geister, die ich rief. Genau, ja. Und ist nicht das auch bei Kevin allein zu Hause? Im allerersten Tag? Ich glaube, ja. Also wo der reine Jungenchor das singt. So. Und das finde ich super. Das ist auch so ein super unheimliches Lied. Genau. Ja, aber dann halt so zartes Stimmchen. Das ist echt, das ist so ein gemütliches. Ist wie so ein Glas Wein, so eine schwere Decke. So ist das Ding irgendwie. Ja, nee, aber was ich sagen wollte, wenn ich da zu Hause bin und dann mittlerweile hält es jetzt ein bisschen in Grenzen, aber es gab dann halt echt schon, dass ich da Geschenke gekriegt habe und dachte, oh, und die habe ich dann halt einfach dagelassen so. Also ich habe dann versucht zu sagen, nö, tut mir leid, ist nicht meins, aber weil ich, also es gab eine Zeit, wo ich die ganzen Scheiße angehäuft habe und dann einfach gesagt, das sind Geschenke, das macht man so, das hat man so gelernt, bis man dann das irgendwann mal selber in Frage stellt und sagt von wegen, die Idee ist ja des Ganzen, also von einem guten Geschenk sage ich immer, jemandem eine Freude zu bereiten. So in welcher Form auch immer. Aber manchmal gibt es ja auch diese belehrenden Geschenke oder Geschenke als Gag oder eine so ein Zeug. Eine Onanieranleitung. Genau. Und das finde ich dann immer so, da geht ja eine Energie voraus, da ist ja jemand vor dir, der, ich sag mal jetzt nicht komplett entspannt mit der Situation oder mit sich ist. Also wenn ich mir vorstelle, ich habe eine richtig gute Zeit, mir geht's richtig gut, dann komme ich ja nicht auf die Idee zu sagen, hier Fritz, hier ist mal Psychologie heute und zwar Kommunikation auf Blablabla-Ebene. So, also das würde ja nicht von mir ausgehen, wenn es mir richtig gut geht. Sondern dann muss die alte Blablabla-Kommunikationstheorie. Ja, verstehe. Ist auch schön, dass du mir ein Magazin zu Weihnachten schenkst, offensichtlich. Naja, jetzt ja nicht, jetzt habe ich es ja schon die verraten. Die kam im April raus, aber ich dachte, ich sammle die mal für Weihnachten. Die April heute. Ja, also ich meine sowas, es ist mittlerweile sehr überschaubar, von wem man Geschenke kriegt. Und die sind dann jetzt mittlerweile auch schon so reduziert, dass man sagt, nie verkehrt, was auch immer, das ist so unpersönlich, bla bla, so ein Gutschein für einen irgendwie Portalbereich, wo man öfter aktiv ist, sei es Pornhub. So, oder Amazon oder sowas. Ja. Wo man sagt, weiß nicht, meine Mama zum Beispiel, die ist neu, sie sagt immer moderne Technologie, wo ich sage, Mama, Alter, das ist so 20 Jahre gibt es das schon, das ist nicht modern, also wo wir das nutzen, das ist so wie,
Ach, das ist, als wenn du sagst, von dem CD-Player wäre modern. So, und das wird schon schwierig, eine CD jetzt zu finden. Und da ist es dann halt, da denke ich immer von wegen, ja, irgendwas interessiert mich jetzt. Zum Beispiel, was ich letzte erzählt, oder habe ich dir das erzählt? Weiß nicht. Ein Mixer. So ein Mixer, der richtig was kann. So, also sowas, der halt Nüsse klein kriegt, dass daraus ein Mousse entsteht. Der aus so einer Dauerfernbedienung. Ich glaube, genau die Diskussion hatten wir im letzten Podcast, aber ich fange es nochmal an für neue Zuhörer. Der aus so einer Dauerwerbesendung alles. Jetzt stemmt jemand deine Tür auf. Es klingt so, als ob ihr alles gleich reinrasselt. Aus so einer Dauerwerbesendung, wo man auch mal so einen Backstein reinwirft. Genau. Der auch zermixt wird. Ja. So wie damals der Rocket Chef mit Handbetrieb, der halt alles zerhackstückelt hat. Mhm. Bloß die neuen Mixer, die Smoothie Mix und bla bla bla, die haben ja so verschiedene Modi jetzt. Und einer ist ja mittlerweile halt auch Kochen im Mixer. Und das finde ich ja einen geilen Scheiß. Ich bin mir sicher, dass wir genau diese Diskussion schon hatten. Ja, ja. Aber nochmal, Entschuldigung, ich wollte es nur nochmal. Ja. Ich meine aber sowas. Und dann wüsste ich halt von wegen, da gibt es so ein paar geile Firmen und da kann man sich informieren. Bla. Wenn ich jetzt aber grundlegend meiner Mutter sagen würde, Mixer interessiert mich, der auch was kann, dann ist die Chance sehr groß, dass ich halt ein Shibu-Mix-Gerät kriege, was erstmal vielleicht ganz schick aussieht und dann nach einer Woche hebt sich das auf, weil ich eine Paranuss reingelegt habe oder so. Das muss ich sowieso sagen, diese ganzen Shibu-Sachen, das ist das Schlimmste, was man jemandem schenken kann. Schenken, sag ich schon. Gibt's den Werbeslogan, wenn ich verkaufe? Den Shibu als Werbeslogan, dieses Jahr was Schönes schenken. Ja, das ist so cool wie Feldins Fröhlichkeit. Ja. Auch von mir. Hat sich damals Deutschlehrer darüber aufgeregt. Es ist total schwierig und schlimm, weil Kinder sich das merken und dann lernen die das. Naja, Kodak hat doch auch Konica mit Konica. Oder Konica. Ja, guck mal, Konica, ja. Auch etabliert. Also mittlerweile ist ja scheißegal, muss man lange noch machen. Ich habe letztens halt irgendwie recherchiert, Recht haben. Ja. Weil ich mir wieder unschlüssig war, Großrecht, Kleinrecht. Und das war zwischen 96 und 2006 nach der ersten Rechtschreibreform. Ja. Ein Wort? Oder, da war es zwei Wörter, aber okay. Klein. Ja. Mittlerweile kann man es wieder groß schreiben. Mhm. Es ist aber tendenziell empfohlen, klein zu schreiben, aber groß ist nicht verkehrt. Und ich so, was heißt denn, warum das empfiehlt ist, man ich, denn ich, das? Ich finde es auch. Und das seit 2006. Und ich so, was ist das für ein. Das geht komplett weg. So, das könnte kurz mal so ein Headline bei Spiegel sein, sowas, dass man das kurz so mitkriegt. Das sind so wie, jedes Jahr gibt es neue Verkehrsregeln, die dazukommen und alte, die wegsterben, weil zum Beispiel irgendwelche Fahrzeuge, die, keine Ahnung, mit Autoreifen betrieben werden, nicht mehr existieren oder so. Und da könnte man dann kurz so eine Info, Bürger hier, so. Und dann nicht in der Bürger heute, die keiner liest oder im Friedrichshain Neues Blatt oder sowas. Denkst, der aktuelle Duden. Genau. Ich meine, aber da gibt es so Dinge, die zu flöten gehen. Ja. Und bei gängigen Worten. Ich hatte da neulich auch was, kann ich dich ja mal gleich fragen. Ja. Also mit dem Recht haben finde ich es auch als Einwurf besonders schlimm, weil es halt auch als Adjektiv rechthaberisch gibt. Ja, okay. Und da ist es halt definitiv ein Wort. Ja. Und es gab so Grenzfälle, wo ich auch mir jetzt nicht sicher bin, was der aktuelle Stand ist, wie tiefschürfend. Wo du bist halt, als Mensch bist du tiefschürfend. Ja, in einem Wort. Ja. Aber das war nach der, als gerade die Rechtschreibreform kam und ich in der Schule war, waren das zwei Worte. Du bist tiefschürfend. Als tiefschürfender Mensch bist du wie ein Bagger, der nach Rubinen gräbt. Ja. Na, da gibt es ja manche, die dann sich pauschal sagen, jedes Wort, was ich schon mal alleinstehend irgendwo gelesen habe, bastel ich auch, sofern es geht, auseinander, auch wenn es nicht geht. Also zum Beispiel, weiß nicht, weiterführend oder so, dann hast du halt dann weiterführend. Mhm. Und ich denke, ja, aber das ist eine andere Beschreibung von dem, was du Dortmund mir sagen willst. Dortmund ist weiterführend in der Tabelle, nachdem sie Bayern geschlagen haben. Ich habe mitgemacht. Wir haben uns zusammen geschlossen. Ja, so ist das auf Deutsch. Und jetzt die Frage, Dirk. Auf Deutsch, groß oder klein? Ich habe es, glaube ich, zeitweise mal groß geschrieben und ich glaube, jetzt ist es klein. Nee, groß ist wieder der Trend. Ah! Der Trend seit geht 2006 oder was? Großschreibung. Ich weiß nicht, seit wann. Ich habe irgendwann mal einen Text, wo es um Übersetzungen ging und irgendwelche Sprichwörter auf Deutsch und auf Englisch. Und die haben in der Beschreibung, haben sie auf Englisch groß geschrieben. Und ich dachte so, ich würde es tendenziell eher klein schreiben. Wenn ich es groß schreiben würde, dann halt bei so Sachen wie im Englischen. Mhm. Und dann dachte ich mir, bevor ich es abgebe, schaue ich mal einmal nach. Nur um meinem Gefühl Genüge zu tun. Und tatsächlich schreibt man auf Englisch, auf Französisch, auf Deutsch groß. Schreibst du auch generell Staatsangehörigkeit Deutsch groß? Das ist auch so eine Frage. Das schreibe ich, glaube ich, immer klein. Ich
glaube, bei Staatsangehörigkeit schreibe ich es tatsächlich groß. Ansonsten eher klein. Das ist aber auch so ein irrer Grenzfall. Ich glaube, das hat was mit das hat was damit zu tun, ob du eine Referenz, also so mache ich das halt, eine Referenz zu irgendwas anstellst. Und das ist bei Deutsch ist es ja auch nochmal besonders schwierig, weil es sind die Franzosen, die Engländer und es sind Deutsche. Mhm. Und dann ist die Frage, sind es Deutsche als Nationalität wie Franzosen oder Engländer oder Deutsche als Referenz für deutsche Bürger? Mhm. Und dann könnte man es ja kleinschreiben, ich glaube, aber man... Aber das wäre ja dann ich, auch ich bin Deutsch, wie im Kleinen, wenn du lokal gehst und sagst von wegen... Ich spreche Deutsch. Oh, ist es der Berliner Bürger oder der Berliner? Ja. Und dann ist der Berliner ja... Ja, aber bei Städten immer... Ich würde das so packen wie zum Beispiel, wenn du jetzt Adjektiv klein hast und dann ist es von wegen der kleine Mensch, dann hast du klein-klein. Ja. Aber wenn du danach sagst, der Kleine, dann bist du beim Kleinen wieder groß. Mhm. Ja. Da hätte ich dann das so bezogen. Aber bei Staatsangehörigkeit ist ja auch dann die Sache. Also dann halt eigentlich klein. Mhm. Deutsch. Ja. Geiler Scheiß. Ja, interessant, interessant. Also einen Duden kann man immer schenken. Haben wir dem entnommen. Auf CD. Ja, aber also da, das ist ja halt auch... Oder CD-RW zum Überschreiben. Da haben wir auch mal drüber geredet. Ich weiß gar nicht, hier oder beim Laufen... Seitdem du es gesagt hast, finde ich es total nervig, dass, was ja auch logisch ist, aber was trotzdem total schlimm ist, dass der Duden natürlich beeinflusst wird von den großen Medien, wo halt tagtäglich halt Sprache genutzt wird und dass dann halt einfach mal Bild großer Zubringer neuer Worte ist jedes Jahr halt. Und das finde ich halt, oh. Also ich meine jetzt, das hat ja nichts damit zu tun, aber manche Worte, wenn du es halt einmal kennengelernt hast irgendwie oder magst manche Worte, wie sie geschrieben sind, wie sie aussehen, also optisch halt auch sowas wie Fantasie, finde ich, mit F ist so, so, das geht also voll nicht. Delfin wird dann halt auch ich wollte einen Delfin nachmachen, aber dann war es eine Möwe. Ah, ich dachte an Anne aus Little Britain. Ja. Achso, ja. Das ist halt alles ein bisschen chaotisch mit der Rechtschreibung. Aber ich meine, ist ja wahrscheinlich richtig, aber es beschreibt dann halt einfach wieder halt das Land, Sprache, also die Masse. Sprache ist ja auch im Wandel und deswegen ist es ja tendenziell auch einfach, also der Sprachgebrauch ändert sich und dem passen die Wörterbücher sich an, nicht umgekehrt. Ja. Und so weiter, das ist halt, mir persönlich stößt es auch sauer auf, aber wenn die Leute halt so reden, dann muss sich das Wörterbuch anpassen, das ist in anderen Sprachen auch so. Ja. Ich glaube, im Französischen ist es ein bisschen strenger. Dass die ein bisschen mehr. Die sind aber auch so eine kleine Sprachnazis. Ja, da ist ja auch keine englische Sprache erlaubt. Die legen halt ein bisschen mehr Wert darauf. Internationale Sprache. Generell. Das so zu halten, so im Englischen, das Oxford Dictionary nimmt auch immer wieder neue Wörter auf. Sachen aus den Simpsons zum Beispiel. Okay. Die Ambiguen war mal halt so ein großer Fall. Es gibt auf der Simpsons-Statue von Jebediah Springfield steht irgendwie: A noble spirit ambiguous the smallest man. Und dann wird in der Schule die Lehrerin gefragt, wo sie meinte so, bevor ich nach Springfield gekommen bin, habe ich das Wort ambiguous noch nie gehört. Und Mrs. Krabappel antwortet darauf mit: ambiguous is a perfectly cromulent word. Cromulent? Und cromulent gibt's auch nicht. Es ist also nur in dem Kontext, die haben es beide ins Oxford Dictionary geschafft. Ach, krass. Es fliegen ja auch jedes Jahr wieder Worte aus dem Duden raus. Ja, so, also auch einfach mein Lieblingswort. Das ist ja lustig, dass das ja wirklich, das haben wir ja noch richtig miterlebt, wann war es, Anfang der 2000er oder sowas, als dann halt diese Abstimmung war, wir brauchen halt das Äquivalent zu SAT und dann gab es die Abstimmung und SIT hat gewonnen, dann hielt sich das, glaube ich, bis wahrscheinlich 2006, würde ich mir sagen, wo dann das meiste wieder sich verändert hat und seitdem ist wieder raus. Aber es hat niemand benutzt, ich habe echt versucht. Ich habe das manchmal mit Klugscheißerei so benutzt. Ja, ich habe auch versucht, das durchzusetzen. Nee, ich möchte nicht mehr, ich möchte kein Bier mehr. Ich so, bist du SIT? Was? Nee, ich möchte kein Bier mehr. Ja, aber wenn man oft genug eine Ohrfeige dafür bekommen hat, dann ist Schluss. Quit mit Sit. Naja, meistens ja irgendwelche schönen alten Formulierungen, so die dann wegfliegen und die dann halt einfach nicht mehr genutzt werden. Und ja, also ich bin ja nicht so der Riesenfan von, wie heißt der Typ von Zimmerfrei damals? Also damals als Zimmerfrei noch. Götz Alsmann? Genau. Und der hat, also ich finde ihn als Typen immer, der war mir zu sehr, ich muss jetzt bitte Augen auf mich haben, fand ich jedenfalls, besonders bei der Show.
Aber was ich schön fand an denen, der hat halt es immer so gepflegt, alte Worte oder Formulierungen halt zu nutzen, ganz bewusst. Dass sie gesagt haben, haben sie was vorbereitet? Man, ja, das ist schon bewusst so gelegt, weil ich merke, wie die alle so wegsterben. Und wenn ich das natürlich ausnutze, dass ich in der Öffentlichkeit in der Sendung stehe, dann nutze ich gerne mal irgendwelche, ich habe jetzt gerade keine. So die Synchronstudios von Zeichentrickfilmen machen das auch häufiger. Okay. Also SpongeBob oder die ganzen Disney-Channel-Serien, die haben auch manchmal ganz obskure Formulierungen. Also SpongeBob ist auch gerade so ein gutes Beispiel, wo sie auch so ganz komische deutsche Namen benutzen, die eigentlich nicht, also aus dem Sprachgebrauch raus sind. Ja. In irgendeiner Folge heißt ein Nebendarsteller Bernhard. Okay. Und Bernhard habe ich ewig nicht gehört. Mir fällt auch niemand ein, der Bernhard heißt. Ich hab da im Kopf eine TKKG-Hörspielfolge, wo halt irgendwie weiß nicht, Polizist oder irgendwas, eine neue Technik, eine neue Aufklärungs-Blablabla beschrieben hat. Ich gucke noch auf die, wir laufen noch mit. Ja, alles gut. Und Tim hat sich darüber gefreut, hat fand es so toll und meinte, wirklich, es funktioniert einfach, das ist ja kolossal. So, wann hast du das letzte Mal kolossal gehört? Ist gut, ja. Endlich hämmern sie wieder die Wände ein, es stehen eh viel zu viele Wände. Ich hoffe auch, sie reißen auch eine Außenwand ab. Das wäre doch einfach mal. Ja. So, nö, die haben gesagt, die Wände raus. Es wird wahrscheinlich so eine kleine Schicht deiner Haustür oder deiner Wohnungstür, deiner Wohnungszarge halt entfernt. So der Teil, der dir nicht gehört oder die du nicht rechtlich anmietest. Der wird so oder abgeklöppelt oder so. Ich glaube auch, die Tür geht gar nicht mehr auf, weil das Gewicht so sehr auf der Zarge dann liegt, dass die Tür verklemmt. Aber gut, das sind ja andere. Aber du hast unten so ein großes Spaltmaß von gefühlten 4 Maurerfingern, dass, glaube ich, da ordentlich Wasser unten drücken kann. Das ist einfach nur schräg verkeilt, dass man nicht hört und dir Pizza und sowas unten durchschieben kann und du nie wieder rauskommst. Zum Glück können wir den Podcast von hier aus aufnehmen. Und anstatt, dass du die dann irgendwie wieder richten, wirst du wahrscheinlich dann in deiner kleinen Kammer, werden sie dir eine Durchreiche durchkloppen, dass du dann immer da rausrobst. Was war jetzt nochmal die Frage? Wir haben es komplett verloren. Gute und schlechte Weihnachtsgeschenke. Also ich kann mal sagen, gut ist halt immer alles auch, was man verbrauchen kann und was man auch tatsächlich verbraucht. Ja, ja. Also hohe Qualität an Nahrungsgütern. Oder so. Also gerade so Sachen, die man sich halt sonst nicht kauft. Ja, aber die man dennoch konsumiert. Ja. Ja, also so ich bekomme halt häufiger so Reformhauszeug zu Weihnachten geschenkt. Okay. Also halt so besondere Reformhaus-Snacks oder sowas, würde ich mir halt selbst nie kaufen, aber ich mir so, manchmal auch denke, weil man manchmal ja auch nicht die Geschenke direkt frei Haus bekommt, sondern irgendwo ist und Porto das dauert zahlen dann ein bisschen, muss. Genau. Per Nachname. Wer kennt es nicht, wenn die Verwandten einem wieder die Geschenke per Gottes Nachname Willen, schicken? Ey. Ich kriege hier keinen Gedanken raus, bevor dieser kleine Äffchen schon wieder seine Zunge tanzen lässt. Sagen wir Gedanken. Ich dachte jetzt an sowas wie Feinkost. So, dass du halt irgendwie so einen richtig gut gereiften Hartkäse kriegst oder so. Der kann ja dann auch mal, da kann ja dann irgendwie auch mal 250 Gramm mal ein Zwanni kosten, wenn du so einen richtig krassen. Und den würdest du dir niemals kaufen, obwohl der bestimmt scheiße lecker ist und du dich vielleicht ertappen würdest, dass du echt mal nur so ein kleines Stück ablederst und dir dann auf der Zunge zergehen lässt, anstatt dir deinen Gouda 2 Finger dick aufs Brot zu schmieren. Ja, ja, vor allen Dingen schmieren. Oh, weißt du noch, als es den Flüssig-Gouda gab? Oh, der See. Das stimmt wahrscheinlich alles nicht. Ja, aber du hast wahrscheinlich erstmal auf den Markt gebracht und dann, das dürfen wir nicht verkaufen. Die Inhaltsstoffe sind giftig, Freunde. Aber der läuft voll gut. Der besteht zu 60% aus Erdöl. Die Jungs da vorne lieben das. Ja. Zur Erklärung, das war ein Käse, ein Streichkäse, wo man mit dem Messer was nehmen konnte. Hatte auch eine relativ feste Konsistenz. Nur mit dem Messer? Ja, wie so Schmelzkäse halt. Ich weiß nicht. So relativ mit fest. Gabel. Der war wie Kochkäse weich. Ja. Ja, aber halt so Schmelzkäse. So ja, der, aber das Geile ist, es war Gouda. Ja, relativ fest, jetzt nur um zu erklären, dass das, was dann über Nacht passierte, eigentlich nicht möglich ist, denn am nächsten Tag hat er wieder eine glasklare Oberfläche, wie ein Bergsee. Ja, das Geile war, das war auch so auf dem Brot, du hast es auf dem Brot geschmiert. Ja. Das war so ein paar Falten durch dein Messer und sonst was und nach 20 Sekunden war das eben, aber es lief rechts und links nicht runter. Ja. Das hat dann halt irgendwie so eine ganz komische Barrikade da halt irgendwie mit dem Brot
rangerissen, ja, dass das halt sich nicht mehr bewegt hat. Das Nanotechnologie. Ja, als ob die sagen von wegen, okay, in der Masse bleibt es flüssig, ist es am Rand, dann oxidiert es und wird hart. Oder keine Ahnung. Also ganz, ganz komische chemische Konsistenz. So eine newtonsche Flüssigkeit oder so. Ja, genau. Nicht newtonsche Flüssigkeit. Ja, also was war das? Irgendwie Hefestärke oder sowas oder Maisstärke, ein bisschen Wasser und dann, wenn du richtig doll drauf trabbelst, dann wird es hart. Ja. Und wenn du easy bleibst, dann gehst du unter. Ja. Ja. Ja, so war der Käse. Ich weiß nicht, warum der weg war. Fantastisch. Wenn ihr den findet, kauft. Wir wissen nicht, wie er heißt, aber ihr werdet es wissen. Es war aber auch eine bekannte Marke. Es war jetzt nicht irgendwie Pimmelmeier und Sohn oder sowas. Es war halt eine bekannte Marke, dieses. Exxon, BP. Genau. Es war von Hexal, Boeing. Der Käse. Ja. Okay, also das ist ein gutes Weihnachtsgeschenk. Ich kann mal sagen, was ich extrem lustig finde, was ich zum Glück noch nie bekommen habe und auch nie verschenken würde, aber wenn man jemanden hat, der für sowas empfänglich ist, einfach weil es so schlecht ist, dass es schon wieder lustig ist, das klassische SOS. Schlips, Oberhemd, Socken. Ich habe das noch nie gehört. Wirklich? Das klassische SOS. SOS, Schlips, Oberhemd, Socken. Das Verlegenheitsgeschenk für Herren. Nee, noch nie gehört. Und ich finde es so lustig. In der Altherren heute oder was? Liegt bei mir auf dem Klo aus. Neben einer Zigarre, falls es nicht läuft. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Ja. Ja. SOS. Ja, aber Socken habe ich schon öfter bekommen. Socken sind auch eigentlich immer gut. Ja. Weil man ja auch durch seine Socken sich einfach so durchbrennt im Laufe eines Jahres. Das stimmt. Kommt aber auf die Socken an. Also ich kriege auch gerne von meiner Mutter gestrickte Socken. Mhm. Die sind dann halt auch echt gute Qualität. Die haben dann halt auch individuellen Style natürlich. Aber eine gestrickte Socke ist halt sehr reduziert von der Jahreszeit, wenn du die trägst. So. Und wenn du so ein paar hast, denkst du, okay, cool. Aber wenn du dann so richtig viele hast, dann musst du sagen, total lieb, aber hier ist mal Stopp, weil ich laufe die nicht so tot wie normale Socken, weil ich die halt maximal 3 Monate im Jahr trage. Mhm. Und deswegen, zum Beispiel, wir haben uns auch mich gegenseitig schon Socken geschenkt. Wir haben gegenseitig schon Laufsocken geschenkt. Und das ist immer ganz geil, weil am Anfang hatte ich dann halt immer nur ein paar Laufsocken von dir und die habe ich dann immer so einmal im Jahr oder zweimal im Jahr getragen, ganz besonders. Und jetzt, seitdem wir so ein paar mehr haben, zwischendurch, auch wenn ich mal nicht laufe zu Hause, einfach, also wie geil sich das am Fuß anfühlt, wenn du nicht einfach nur so einen Schlauch anhast, sondern was richtig aufs Gelenk, auf den Winkel, alles so, das ist schon, das fühlt sich an. Das war ja auch einer meiner, in der Folge, was würden wir machen, wenn wir reich wären, Wünsche. Ah, ja, ja. Immer so links-rechts Socken zu tragen, weil es einfach ist so gut. Ja, so gut, so gut, so gut. Ja, ja, schlechte Geschenke, ne? Das, alles das von, ist ja so, alles, das ist, glaube ich, das meiste. Von so. Chibo ist halt immer schlimm. Ich finde auch, wo ich echt auch sagen kann, um Himmels Willen, schont die Natur, Weihnachtskarten. Oh. Lasst die Weihnachtskarten weg. Wenn ihr gerade, wenn ihr ein persönliches Geschenk überreicht, sagt einfach vor Weihnachten: Ich bin froh, dass ich dich nur einmal im Jahr sehe. Hier dein Geschenk. Halt die Fresse, Onkel Hubert. Naja, manchmal gibt es ja dann halt auch die Zusammenfassung, so wenn man sich so selten sieht, weiß nicht, wie schön es dennoch ist, dass man da ist oder irgendwas. Das finde ich ja auch okay, formuliert in, aber jetzt halt so Weihnachtskarten, die halt vorne im Gedruckten und hinten im Geschriebenen keinen Unterschied machen. So. Also Karte frohe verschenken. Weihnachten steht vorne drauf, genau. Und dann schreibt man rein, frohe Weihnachten, Dirk. Genau, und also so Karten, die halt einfach nur so gefühlt dazugehören. Mhm. Aber bei mir noch viel schlimmer finde ich arschteures Geschenkpapier. Mhm. Weil ich mag Geschenke und ich mag sie halt aber auch wie ein Kind auspacken und die lege ich mir nachher mal zum. Habe ich teilweise mal gemacht, aber generell finde ich es geil, auch wenn es was Großes ist, ratsch, so aufreißen. Und dann weißt du ja auch, dann ist heutzutage ja nicht, dass du dann sagst, von wegen, ja, das kostet 2 Euro so, sondern dann hast du dir halt so Öko-Dings, sonst was. Und manche sind ja krass dick, die sind ja wie Karton. Wenn die anfasst, denkst du, wow, was, also, hä? Weil wenn du zum Beispiel was Weiches verpackst, wie ein Pulli oder sowas, dann willst du nicht so ein dünnes Papier haben, wo du mit dem Finger schon durchkommst. Und das ist halt bei mir, denke ich immer, also ich bin so ein Verpackertyp, der gerne sich Zeitung sucht und die einwickelt, weil ich denke, es umhüllt was, es soll halt nicht zeigen, was drin ist. Du schenkst auch gerne marktfrischen Fisch. So, ja. Oder ein paar Fries. Ich habe das Gefühl, die Treppe nach es unten kommt, wird es auch weggetreten. Ich habe es ein bisschen, für mich klingt es so ein bisschen wie bei Herr der Ringe im ersten Teil, wenn die Trommeln in der Tiefe in Khazad-dûm immer näher kommen. Mm. Dun, dun, dun.
Gleich steht hier Balrog vor der Tür. Sind sie da nicht irgendwo runtergesprungen oder runtergefallen? Ja, die Treppe, die Treppe. Oh, also okay. Sind von in Moria, in der unterirdischen Zwergenstadt. Ich glaube, das könnte man sich nochmal anschauen. Spaziert. Weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Also der Hobbit war ja Grütze, aber Herr der Ringe habe ich mir ein paar Mal damals angeschaut. Ja, ich mir auch. Ich weiß aber nicht, wie gut es gealtert ist. Über die letzten, das sind ja auch inzwischen 15 Jahre. Ja. Aber ich, also sicherlich besser als der Hobbit in 4 Jahren, aber... Ja. Ich gucke mir ja schon ganz, also klar, das kann man nicht vergleichen, aber so Ghostbusters und Zurück in Zukunft, die gucke ich mir ja schon einmal im Jahr an. Das ja, habe ich, glaube ich, auch schon 20 Mal erzählt. Das ist auch so ein Bingo-Ding, glaube ich. Okay, hier habt ihr es, könnt ihr gleich auf eure Bingo-Karte schreiben. Der faltet sich immer mehr. Ja. Was ist denn das? Ja, Bingo-Karten, wenn ihr größer jetzt mehr zum Ankreuzen. Was hältst du denn von selbstgemachten Geschenken? Nee, ich meine, es ist ja heikel. Es gab ja mal eine Zeit, beziehungsweise ich weiß nicht, ob die so richtig noch in ist, aber vor, ich würde sagen, 1-2 Jahren war ja dieses Do-it-yourself, Upcycling, bla bla bla, voll das Thema. Und ja. Du hast ja sehr viel selbstgemachtes Möbel, ja. Und dann könnte man ja auch sagen von wegen, ach, weißt du was, Fritz, ich habe dir mal ein schönes Sideboard geklöppelt. So. Mhm, und dann denkst du, Alter, das habe ich vielleicht mal erwähnt, dass ich das machen wollte. Aber alleine. Ja, so. Ja, ich meine, also gut, jetzt sind wir auch so Spezialfälle. Wir basteln uns das ja selber. Das sind Spezialfälle. Naja, komm, aber ich meine, was ansonsten, was kannst du denn, was würdest du denn, also der, was würdest du denn jemandem Selbstgemachtes schenken? Ich weiß ja, du hast mal die Seifenschale verschenkt. Genau, ja. Ja, sowas habe ich gemacht. Ja. Das kam, also ich habe schon 2 verschiedene Seifenschalen verschenkt. Einmal jetzt. Mit so einer großen, nicht mies Muschel, woraus schlürft man, wie heißen die Muscheln? Auster. Ja, die Austermuschel. Und da eine große fette gefunden. Die würde ich jetzt aber ein bisschen verändert, glaube ich, machen. Ich würde dann mit einem feinen Bohrer, den ich mir von meinem Nachbarn Klaus leihen würde, glaube ich, ein Loch zum Ablaufen da reinbohren. Ah, weil sich da halt muss man einfach, nicht immer die Seife rausschlürfen. Genau, weil es halt einfach sich sammelt und die Blockseife dann halt einfach die ganze Zeit Matsche drin liegt. Ja, aber das andere war ja dann auch so ein geiler Ast im Wald, der so cool gewachsen war. Ja. Also ich meine, ich würde sowas tendenziell auch verschenken, aber dann müsste ich schon wirklich wissen, dass die betreffende Person das wirklich will und haben möchte und auch was damit anfangen kann. Und es muss halt was sein, wo ich halt, wo ich mir die Kompetenz zutraue, das in professionellem Maße Das ist bei so einem kleinen Scheiß, ich habe gedacht, genau. Also ich mein, es muss halt halten, aber ich werde das halt auf jeden Fall totschleifen, richtig bohren und dann halt ohne Ende natürlichen Ölen vollsaugen lassen, dass ich weiß von wegen, dass da kann man nichts falsch machen. So. Und es gibt halt echt sehr gute, bei einfachen Projekten, sehr gute DIY-Videos, wo du halt echt so, also meistens immer nur so eine Kleinigkeit und du denkst, okay, das sollte ich nicht vergessen. Oder du siehst es halt final und denkst, will ich das so, wie könnte ich, keine Ahnung, zum Beispiel eine Schraube richtig schön versenken oder so. Oder irgendwelche Löcher zu packen, die ich nicht sehen will oder sowas. So, das sind dann mal ganz gut, dass man sich echt, also ich, so kleine Sachen, auch wenn es kleine Sachen sind, die man selber bastelt, wenn man sich davor gut informiert, das ist nicht verkehrt, weil man meist im Hinterkopf hat, ja, das kriege ich hin. So, aber es ist ja, es muss ja nicht funktionieren, sondern es ist ja ein Geschenk. Wenn man die Sachen dann für sich selber macht, dann kann man auch immer noch Abstriche in Kauf nehmen. So wie deine Seifenschale. Meine Seifenschale ist doch super. Wenn sie die Schrauben, die ist flach, dann muss es, die rutscht doch überall, die Seife rutscht durch, wenn es schmal genug ist. Ja, deswegen muss die Seife mal groß genug sein. Sicherheit. Ja, und dass sie eben ist, bedeutet, dass sie immer wegrutscht. Nee, das stimmt nicht, die ist leicht konkav. Konvex, die geht leicht rein. Ja, das weiß ich nicht, deswegen frage ich dich ja gerade. Wie schreibst du da schon wieder? Ich habe noch ein Geschäftstermin nachher. Ja, aber da musst du doch nicht jetzt. Doch, das ist dringend. Ach, so ein Käse. Nee, aber die Seifenschale, das funktioniert schon, das Prinzip, das habe ich getestet. Anhand von 2 Seifen. Hm. Das für sich selbst die Sachen zu bauen, also auch wieder eine Blumenkübel oder wo Fridolin drin steht. Ja, Blumenkästen. Blumenkästen. Ja. So. Ja, das ist ganz geil, wenn man weiß, von wegen, das ist so eine alte Europalette gewesen, die habe ich halt im Keller gefunden. Mhm. Knack, knack. Und hab die halt dann so zersägt, gebohrt, verschraubt. Nicht schlecht. Und halt so zugeschmiert. Was ein bisschen blöde war, ich habe die halt nur mit Erde voll gestopft. Also
Da ist dann halt auch eine Folie drin. Ja. Aber ich hätte halt auch zur besseren Drainage halt unten Kies ausgeben Granulat. Können. Das denke ich mir aber auch bei normalen Blumentöpfen eigentlich, weil das auch für Kräuter empfohlen wird gerade. Ist generell immer geiler. Ja. So. Also, aber wo nehmen wir Kies her? Letztens war ziemlich dicker Kies im Innenhof. Also dieses. Ach, stimmt. Ja. Aber da habe ich halt gedacht, die waren schon, also die kleinsten waren fingerdick. Ja, ja, so, die waren schon so groß. Das ist für so einen also kleinen Blumentopf. Super, aber für sowas. Ja, ja, ich glaube, das füllt sich dann einfach nur so mit Erde an, dass der Effekt wieder wegbleibt, ja. Abgesehen von den Socken, was hältst du denn generell dann von Kleidergeschenken? Also ich könnte mir vorstellen, da ich dich ein bisschen kenne, sämtliche Funktionskleidung in nicht dümmsten Farben von einer Marke, die dir zutrauen würde, würde ich nicht viel falsch machen. Nee, aber da ist auch wieder die Sache, eigentlich brauche ich nichts. Ja, aber davon. Ich sehe dich jeden zweites Mal bei Lidl dir eine siebte Longsleeve holen. Das ist aber auch so. Wenn es dein Geschenk ist, dann hast du den Fehler nicht gemacht. Dann wirst du zwar befriedigt, aber du hast den Fehler nicht gemacht. Denkst, okay, dann habe ich halt das achte Longsleeve. Ist von Under Armour und hat eine Kapuze. Von den Longsleeve-Sachen, das kann ich schon noch ein bisschen was gebrauchen. Was gefährlich wird, glaube ich, wenn man dir sagt von wegen, ey, ich schenke dir jetzt gute Laufschuhe. Laufschuhe, das geht gar nicht. Nee. Das da, also ich meine, alleine, wenn ich wüsste, so deine Größe und dass du immer bei Adidas die Schuhe holst, könnte ich trotzdem so nach hinten schießen. Also generell Schuhe sind, glaube ich, ein Problem. Weil also generell Schuhe sind was du gerne anprobierst im Laden. Und halt so Sachen. Das ist, und ich meine, mit Schuhen kannst du halt immer irgendwie falsch liegen, selbst wenn man jetzt irgendwie meint, so, okay, Klaus hat jetzt zum zweiten Mal das gleiche Modell Kletterschuh gekauft, in der gleichen Größe. Würde ich halt eventuell, dann hätte ich immer so bedenken, weil ich glaube, beim nächsten Mal würde ich vielleicht noch ein anderes Modell probieren. Irgendwie. Also wie jetzt den Laufschuh von Under Armour hast. Genau. Sonst hast du immer Adidas gehabt. Ja, aber der von Under Armour war halt einfach so günstig, für unter 30 Euro für einen Laufschuh. Ja, und dann halt auch gut. Ja. Ne? Also ja, günstig genau. Ist ja ganz schnell mein Schuh. Aber. Ich habe den halt so gesehen, dachte, selbst wenn er zum Laufen nicht cool ist, kann ich den immer noch so locker in der Freizeit anziehen. Oder mit Helm zum Feuerzambolenabend. Ja, ich meine Schuhe über den Ohren. Da weißt du, was du getan hast. Ja, ich finde so, Schuhe ist immer schwierig. Generell Kleidung ist halt, also ich meine, wenn es jetzt keine Sportkleidung ist, sondern wenn jemand generell Kleidung schenkt, was hältst du immer von? Ein bisschen, selbst wenn es so Basics sind, wie ein weißes T-Shirt, ne, ist man immer so ein bisschen, Ich bin jetzt gerade so ein bisschen auf so Sportshirts, die mit so einem Baumwollanteil versehen sind, zum Klettern zu gehen. Okay. Das ist ganz geil. Da werde ich mir jetzt noch zwei kaufen. Oder schenken lassen. Nee, kaufen. Für alle Freunde da draußen, schenkt dir mal ordentlich Klettershirts. Genau. Mit einem Baumwollanteil von 30%. Schickt einfach alle eure Geschenke an @fürnüsseport auf Twitter. Wir holen es hier dann ab. Ja, wir haben ein Postfach. Der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen. Alkohol geht auch immer. Ja, Alkohol geht immer. Nein, ich meinte, dir wurde ja schon diverse Male guter Scotch geschenkt. Ja. So. Und da sehe ich keine traurigen, sondern eher glückliche Äuglein. Ja. So, aber dein letzter Scotch hat auch funktioniert. Welcher mal nicht funktioniert hat, war dieser Crown Royal, den ich dir geschenkt habe, weil ich keine Kohle hatte. Und aber den haben wir auch gut weggekommen. Wir haben auch gut weggekommen. Den hast du immer noch. Ja, der Einzige, der sich Scotch nennt, weiß ich nicht, und der gekippt ist. Das habe ich halt auch. Nee, dieser Monkey Blablabla, glaube ich. Monkey Shoulder. Goat. Der ist auch gekippt. Und der war erst so, den konntest du so wegschlürfen und dann dachtest du, ey, was ist das denn? Bei dem Crown Royal habe ich einfach gedacht, dass es an dem Plastikdeckel liegt. Da verbirgt sich immer die Qualität hinterm Plastikdeckel. Wein im Tetrapack. Klassischer Schraubverschluss. Ja. Das, hast du das mitbekommen in den USA übrigens? Wein aus Frankreich? Nee, mit den Tide Pods hast du mitbekommen, oder? Diese Glibberbällchen, die Teenager gegessen haben. Ja, was ich nicht verstehen habe, warum. Genau. Die Dinger, die ich auch immer zum Essen geben wollte bei Lidl. Ja. Und da wolltest du auch nicht. Also was mich immer anmacht bei den Dingern, einfach mal zu drücken. Ja, diese Glibberkonsistenz. Also du weißt, du kannst halt, weil das konzentriert, hochkonzentrierte Seifenscheiße ist, du wäschst dir 40 Mal die Hände und die riechen immer noch wie das Zeug halt. Aber dann stell dir vor, dieses befriedigende, wenn du es zerdrückst, im Mund zu haben.
Naja, jedenfalls. Die haben jetzt einen neuen Weichspüler, der aus Umweltgründen ist er nicht mehr in einer reinen Plastikflasche, sondern in so einem quasi Tetrapack, den du hinstellst. Und der hat dann so einen Hahn, so einen Zapfhahn. Wie Wein zum Aufstellen, wie so ein Pack Wein. Und jetzt müssen sie auch wieder immer aufs Label schreiben, bitte nicht trinken, das ist Weichspüler. Ja, aber wie viele College Boys das geckig finden, neben halt so ein 20er Liter Pack Wein und Bier das zu stellen. Und dann nach 2 Stunden trinkt dann halt Oskar Pimmelmeier. Entschuldigung, Oskar, wie komme ich immer auf Oskar? Ich auch nicht. Ja, naja. Hugo Hammelfleisch, das Ding. Ja. Entschuldigung, Hugo Hammelfleisch. Ja. Mal kurz so als Einwurf. Ja. Ja. Was hältst du denn von so halb egoistischen Geschenken, wenn jemand kommt, ich habe hier 2 Karten für dich. Hihi. So wurde ganz genau weiß, der beschenkt, der dir das schenkt, möchte natürlich mit dir irgendwo hin. Ja. Am besten dann halt so Sachen, die du hast. Einfach konsequent jemand anderen mitnehmen. Ja, am besten ist es ja, wenn er dir nur eine Karte schenkt und hat die andere auch. Hm. Ich sitze direkt neben dir, was ist ein Kracher? Und denkst, ach cool, Phantom der Oper kommt nach Berlin. Meets Cats, meets Starlight Express, meets, ich war noch niemals in Bottrop. Geil, the loudest of Andrew Lloyd Webber. The loudest finde ich von irgendeiner Tour immer das Beste. So, die sagt total die Qualität. The loudest of Udo Lindenberg. Freunde, hier mal richtig aufdrehen. War das deine Udo-Interpretation? Ja, dann habe ich einen Rückzieher gemacht. Kurz auf am Schlaganfall. Weil ich auf den Pegel geschaut habe. Was ich zum Beispiel gutes Geschenk finde, was ich letztes Jahr uns allen zur Feuerzeigung bohle, das war auch ein egoistisches Ja, wir wissen, wovon du redest. Ein Geschenk. Ein Sprachkurs. Ein egoistisches Geschenk. Ja, meine Herren. Und zwar, das war die Feuerzange. Ja, stimmt, das ist ein super. Von der, super an die sich Philipp nicht mehr erinnern konnte. Ey, wir brauchen dieses Jahr echt mal irgendwas, damit dieses Zuckerding nicht ins Wasser fällt. Du meinst eine Feuerzange? Ja, ehrlich mal, so wie letztes Jahr. Hä? Das stimmt, hatten wir gar nicht. Wobei ich muss sagen, ich vermisse so ein bisschen den Stil mit dem Stehen. Die Konstruktion mit deinem Stehenden. Löffel und dem Backstab oder was? Aber der stehende Zuckerhut hat irgendwie was. Ja, du kannst es ja wieder hinstellen. Nee, können wir ja nicht, weil wir eine Feuerzange haben. Ja, weil die aber halt das war schon ziemlich eine gut, Rinne ja. ist. Das stimmt, ja. Ja, so eine Feuerzange kann man immer mal auch außerhalb der ich verstehe nicht, weil die Industrie ja eigentlich vermehrt Feuerzangen nutzt dafür, dass sie dann nicht gleichzeitig halt nicht Zuckerhüte, sondern Zuckerröllchen oder sowas anbietet. Ja. Dass man sagt, okay, ja, das liegt komplett geil drinne und hat nicht so eine... Und so lässt sich besser bemessen. Ja. Weil wenn du irgendwie nicht eine große Feuerzangenbowle machst, dann willst du nicht den ganzen Zuckerhut drin haben. Und einen Zuckerhut vom Volumen her zu halbieren. Ja, genau. Dann hast du halt erstmal so eine Matheaufgabe, die du lösen musst. Das wäre es halt einfach. Du verkaufst so eine Wurst, wo dann 3 Röllchen aneinander sind. Wenn du sagst, ich mach eine große, weißt du einheitlich, wie groß die Feuerzangen sind und legst sie halt dann hintereinander. Gott, wir verraten ja alles. Oh, danke, Lord Zucker, ihr klaut unsere Idee. Wir sind kurz weg beim Patentamt. Bis gleich. Ich schenke sie Nordzucker, nicht Südzucker. Dirk ist groß geworden, Klaus groß geworden mit Südzuckerprodukten. Fanta Schakata. Schokata. Oder Shotaka? Shotaka. Keiner weiß es. Bald wissen wir. Blaue Fanta aus Tempelhof, kann ich nur empfehlen. Das klingt wie so ein Smash-Hit der 70er, so ein Schlager. Blaue Fanta aus Tempelhof. Tempelhof. Ich wollte Spandau sagen. Ja. Ansonsten, es ist halt immer schwierig. Was hältst du denn von Abos? Wenn dir jemand die 11 Freunde für ein Jahr schenkt oder so. Oh. Ja, die hast du doch abonniert. Ja, die habe ich abonniert. Ah, dann müsstest du dein Abo deabonnieren oder was? Ja, entweder das oder ich werde noch mit einem zusätzlichen Abo belastet, was ich dann eventuell nicht haben möchte. Ich bin gerade mit der 11 Freunde schon, da bin ich auch gerade so ein Wackelkandidat, weil ich so durch dieses dumme Internet nicht mehr dazu komme, Magazine zu lesen. Außer Pornoheftchen natürlich, die Coupé, die Blitzilu, das muss sein. Wir müssen ja auch informiert bleiben. Neues Schlüsselloch, Wochenend heute. Das sind wir unseren Zuhörern schuldig. So. Ja. Was hältst du denn von so Eventgeschenken wie, man schenkt dir einen Tag? Oder es gibt auch hier von diesen, wie heißt dieser komische? Danke, ein Tag.
Habe ich schon. Hatte ich letztes Jahr über 365 von. Ja, über wird schwer. Ich meine sowas wie Fallschirmspringen in Genua, in einem Plastikball den Rhein runterfahren oder irgend sowas. Diese Action-Scheiße. Das klingt schon wieder nach ungeheurem Stress. Das sind die, da gibt es im Postillon jetzt einen Artikel, der kommt immer mal wieder, diese, wie heißt denn diese Firma, die diese Eventgutscheine verschenkt? Thomas Cook. My Days. Thomas Cook. Okay. My Days auch. Und irgendwie, dann gibt es im Postillon diesen Artikel, bei Thomas Cook herrscht große Panik im Büro, weil jemand den Gutschein einlösen will. Und ich glaube ja, dass das da einfach eine Dunkelziffer ist, dass ganz viele Gutscheine einfach liegen bleiben. Mhm. Und bis das Verfallsdatum abgelaufen ist, man denkt so, ja, ich wollte ja schon immer mal mit einem Panzer die Hauptstraße bei Stettin entlang, aber diesen Monat ist ungünstig, weil ich mir die Haare waschen muss. Das ist das Pfandsystem, ne? Mhm. Ja. Also so und so viele Milliarden werden halt für Pfand ausgegeben und die einzelnen Supermärkte müssen das ja vor halt auch löhnen für all ihren Pfand oder all ihre Flaschen, die sie einkaufen und dann wieder verkaufen und der Kunde zahlt es halt auch. Und ich glaube irgendwie insgesamt fast ein Drittel wird nicht zurückgegeben, also mehrere hundert Millionen schöffelt sich dann halt irgendwie Supermarktketten jedes Jahr ein, weil sie sagen, boah, die haben es aber auch nicht dicke. Ja, das stimmt. Muss man auch sagen, fairerweise. Ja. Die Kleinen müssen auch mal ein bisschen Geld bekommen. Ja. Nee, so Eventgutscheine heißt ja auch, kann man sich böse in die Nesseln setzen. Was ich ganz lustig finde als Event, ist so ein Escape Room. Aber, also das findest du geil, wenn jemand dir ein Escape Room gutscheint. Nein. Alle da draußen. Das, nein. Das will ich nicht angedeutet haben. Inge arbeitet übrigens gerade für einen. Als was? Als Erschrecker? Als Escape. Als Escape. Also als Typ, der die Einführung da macht. Ich dachte, so. Inge ist Booker High-End-mäßig. Ja, Inge hatte mich kurzer Einwurf. Inge hatte mich angefragt, ob ich auch Lust habe, das zu machen für 15 Euro die Stunde. Wenn ihr einen Job sucht, meldet euch bei Für Nüsse mit Dirk und Klaus. Und ich kenne zufällig die Frau des Besitzers von dem Escape Room. Weil die ist gleichen, no way. Die spielt im gleichen nicht mit der Hexe. Theater wie ich. Nein, die ist nett, aber ich habe keine Lust auf einen festen Job. Oder auch auf einen semi-festen Job irgendwo. Läuft ja so. Will ich nicht. Mit Podcast und so. Eben, ich wollte bei den Geld Millionen, die wir kriegen. Ja. Ja. In Eigenregie kann ich mir durchaus vorstellen, das nochmal zu machen, wenn ich halt selber den Tag festlegen kann und dann mit einer gut organisierten Gruppe, wo auch einer vielleicht entbehrlich ist und im Raum zurückbleiben kann, wenn es gar nicht läuft, dahin zu gehen, in Escape Room, aber halt selbst geplant. Das wäre genauso wie, was wir ja schon länger mal geplant haben, der Ausflug auf den Golfkurs. Auf einem Driving Range. Ja. Aber wenn wir das alle als Geschenk bekämen, dann wäre es halt plötzlich Stress. Anstatt irgendwie im eigenen Tempo dahin zu fahren und fette Connections mit unseren Kumpels von den jungen Liberalen zu machen. In unserem Tempo Astra. Mhm. Ja, mit unseren Tempo-Taschentüchern. Kann ja, man einen Gag noch mehr auspeitschen? Wenn ihr das nicht wisst, am Wochenende gibt Klaus wieder einen Workshop. Und zwar A Tempo. Für unsere Musikfreunde da draußen. Haben wir noch irgendwas? Nein. Wir nehmen jetzt zwei Folgen, kann ich mal einen Blick hinter die magischen Kulissen von Für Nüsse. Höre auf! Wir nehmen heute zwei Folgen das hintereinander auf, so wie ihr auch dazu angehalten seid, zwei Folgen hintereinander zu hören. Nur so erschließt sich oft der Kontext für euch. Hört doch eigentlich einmal am besten am Stück die Playlist. Ja, immer und immer, auch wenn ihr nicht zu Hause seid. Was heißt lasst immer die und immer wieder? Lasst die durchlaufen. So oft kann man die gar nicht, also es ist schon ein bisschen lang. Ja, naja, aber einfach... Ihr wollt ja auch was mit. Manchmal schlaft ihr ja auch dann währenddessen. Dann, wenn sie zum zweiten Mal läuft, schlaft ihr halt vielleicht in einer anderen Podcast-Phase. So. Ich würde sagen, zwischen 50 und 60 Stunden lang gerade. Ja, naja, so. Dann können wir vielleicht langsam, oder haben wir noch ein Geschenk? Hast du noch ein Geschenk, was du unbedingt haben möchtest oder was du keinesfalls haben möchtest oder was du unbedingt loswerden möchtest? Was ich geil finde, sind irgendwelche Lego-Technik-Geschenke. Das habe ich gemerkt. Ja. Ja, aber das Gleiche, also mittlerweile hat man ja das jüngere Ich verstanden. Und früher habe ich es genauso gemacht, da habe ich die Scheiße dann halt aufgebaut, ganz lang, fein, akribisch, sonst was und dann war es fertig und dann total geil, aber dann hatte ich den Scheiß noch. Ja. Dann habe ich vielleicht eine Woche mitgespielt, aber keinen Bock mehr gehabt. Heute, wenn ich das kriege und ich tatsächlich habe ich irgendwie vor, weiß nicht, einem halben Jahr oder so von meiner Schwester gekriegt, das fand ich ganz geil. Ich habe das aufgebaut, mich daran gefreut,
fein säuberlich auseinandergefummelt. Ich habe es nur einmal aufgebaut und dann wieder verkauft. Natürlich gibt es das System noch ein bisschen besser. Ich habe irgendwie gehört, es gibt irgendwelche Lego-Abos. Das wäre wahrscheinlich das Klügerste. Wo du jeden Monat... K-L-U-K. Jeden Monat bekommst du einen anderen Stein. Genau. Das ist so das Bastei-Lübbe-Prinzip. Bau dir die MS Europa nach. Heute mit einem Steuerrad gratis für 5 Euro. Oh, so kam ich damals zu einem Dinosaurier-Skelett. Ja, die Augen liegen, das ist alles. Es ist ein Dinosaurier, lass ihn in Ruhe. Ich weiß nicht, wo der Rest ist. Ja, auf dem Klo. Aber die Augen haben nur 4,90 Euro gekostet mit dem Magazin. Mit dem Hörspiel-Kassettendeck. Es gab ein Hörspiel-Kassettendeck. Ja. Wenn du Musik reingeworfen hast, sofort die Kassette geschreddert. Ja, finde ich gut. Oder weißt du, was auch super war damals, muss ich mal kurz einwerfen, wenn du in deinen allerersten Diddle-Maus-Beziehungen nochmal wühlst in deinem Gehirn, solche Sachen wie eine Umarmung gratis, hier ein Gutschein kann für einen Löwen. Der alte Stephen Colbert. So, sowas war immer super. Ja. Du hast sie doch gar nicht eingelöst. Ich habe extra so einen Clipper gebaut, damit ich die entwerten kann. Einen Wohlfühltag mit deinem Schmusi. Ja, wenn ich den brauche, dann komme ich auf Schmusi zurück. Dirk war damals offensichtlich ein 50-jähriger Geschäftsmann. Fernfahrer auf... Wenn ich den brauche, komme ich auf Schmusi zurück. Bis dahin muss ich Aktien traden, Baby. Mit meinem Mannesmann Mobilfunk-D7-Gerät, wie die hießen. Ja, BVB-Aktie kaufen, 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 sage ich nur. Das waren noch gute Zeiten. Ja, in diesem Sinne verabschieden wir uns in die Vorweihnachtszeit. Wo kann man uns dann finden, wenn man irgendwelche Fragen, Kommentare oder Ähnliches hat? Wir sind in der Podcast-Sektion von jedem besser sortierten Karstadt. Oder wir sind auch auf iTunes und Stitcher als Fürnüsse mit Dirk und Klaus. Oder auf YouTube findet ihr den Kanal Fürnüsse mit Dirk und Klaus von Dirk und Klaus. Mit Dirk und Klaus. Featuring Dirk und Klaus. Außerdem... Auf der lautesten Tour. Sind wir @FürnüssePod auf Twitter. Fürnüsse@gmail.com, da könnt ihr uns die heißen Fragen stellen. Ja, und bitte gebt uns mehr von dem heißen Scheiß. Endet die Aufnahme.